Und damit begrüße ich euch wieder zu Assassin's Creed 3. Wir stapfen hier mal schön durch den Schnee. Letztens haben wir hier ja die Kanonen sabotiert. So, und dann wollen wir mal kicken, was wir hier jetzt Schönes als Nächstes tun müssen. Pferdchen habe ich nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so weit durch den Schnee stapfen muss hier. Okay, wir müssen eine Brücke finden. Eine Wache. Oh, müssen wir jetzt echt so weit hier rumlaufen? Wieso habe ich da mein Pferd da nicht? Ich habe doch mein Pferd da eigentlich stehen lassen. Okay, ich werde mal auf den hier rauf zurück. Hier läuft es, glaube ich, ein bisschen schneller. Ja. Bin ich hier noch gar nicht gewesen? Hä? Ich bin doch verkehrt. Sag mal, hier war doch irgendwo eine. War hier nicht irgendwo eine Brücke? Hier ein Weg rüber? Ja, noch dicker geht der Schnee wohl nicht. Sag ich doch. Aber hier ist nirgendwo ein Pferd. Ich gucke immer verkehrt, ich voll Pfosten. Ich habe immer auf den Fall geguckt, statt auf dem Ausrufezeichen. Hallöchen. So, wer versteckt sich denn hier an diesem Punkt? Die Mutti oder unser Freund oder... Hallo Hesi, meine Güte. Ja, also ohne Pferd ist man hier ja fast aufgeschmissen. Cool, die Bäume bewegen sich sogar. Also, ne, das Gestrüpp meinte ich natürlich, nicht die Bäume. Sag mal, wo bin ich denn lang gelaufen, sag mal? Okay, ich werde das mal jetzt ein bisschen schneller laufen lassen, sonst das ist ja langweilig hier. Ne? So, dann sind wir jetzt wieder im Dörfi. Na, oh, na toll, jetzt kann ich mir ein Pferd schnappen. Jetzt brauche ich kein Pferd mehr. Hallöchen. Komm mal runter. Warte. Und laut. Unser Totengesang. Hört, hört! Harte Arbeit, wie ich sehe. Wie bist du? Es ist soweit. Wir lagern nördlich von hier. Triff mich dort. Gentlemen, lasst uns gehen. Na, da gehen wir doch mal mit und gucken, was die gute Dame uns da schönes... Oh, ein Hottehü-Pferdchen. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwül dazu, meinst du es
Okay, ich brauche gar nichts machen. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, bitte. Der wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ablassen. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Man empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitznamen. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Wenn dem so ist, wird Charles es bemerken und fliehen. Es gewieft und zählt laut. Wenn wir fertig sind, gehe ich eine Woche nach New York. Ja, geh mal nach New York. Ho! Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Aber Hachi. Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir. Ganz schön kessen Ton, die Dame. Sie kommen. Alles in Ordnung, Sir? Ich genieße nur den Moment. Viele werden sich fragen, was wir so weit im Westen wollen. Das Land ist wild, noch ungezähmt und unbesiedelt. Doch das wird nicht immer so sein. Irgendwann reicht unser Besitz nicht mehr aus. Und dieser Tag ist näher, als ihr denkt. Wir müssen dafür sorgen, dass unser Volk weiter wachsen und gedeihen kann. Folglich benötigen wir mehr Land. Die Franzosen wissen das und wollen unser Wachstum aufhalten. Sie umzingeln unsere Gebiete, errichten Forts, schmieden Allianzen und warten auf den Tag, an dem sie die Schlinge zuziehen können. Doch das darf nie geschehen. Wir müssen den Strick durchtrennen und siegen. Das ist unser Ziel. Wir geben ihnen eine letzte Chance. Sie ziehen ab oder sie sterben. Das ist der richtige Moment. Warte. Es reicht nicht nur, seine Truppen zu zerschlagen. Braddock selbst muss sterben, sonst wird er wiederkommen. Ich verkleide mich als einer der Seiner und schleiche mich an ihn ran. Euer Angriff ist die perfekte Deckung für mich, um den Todesstoß zu versetzen. Alles klar. Wir warten auf das Signal. Dort, direkt vor uns. Wir sollten besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Okay, ich bleib mal hier stehen. Jetzt muss ich den mal beobachten. Jetzt geht er dahin. Hier könnte ich ihn von hinten, aber... Jetzt geht er hier lang. Nee, da ist so offensichtlich. Okay, ich denke mal, dass ich ihn von hier nehmen muss. Also nicht nehmen muss, sondern, ne? Ihr wisst schon, was ich meine.
eigentlich auch leise? Ich weiß auch gar nicht mehr. Oh oh. Tötet sie! Oh oh. Okay, das war jetzt wieder einmal Mist. Besser dem Fluss folgen. Wir sind fast 2000 Mann. Ein Speer reicht, um uns zu entdecken. Und was dann? Schnelligkeit ist besser für uns. Hm. Ein Eindringling tötet sie! Wie liegt der denn hier? Ist ja geil. Oh, nee, sieht das geil aus. Das sah ja mächtig pervers aus. Ja. Ist ja nur egal. So. Ih, es fängt an zu regnen. Weg sind, gibt es oben im Norden genug Platz für uns. Ach, ihr meint Kanada. Mhm. Habt ihr wohl nicht geschafft, wa? Es war eine Ehre, gedient zu haben. General! Ich dulde weder Zweifel von Untergebenen, noch Mitleid für unsere Feinde. Ich habe keine Zeit für Ungehorsam. Er hat für seinen Verrat bezahlt, wie es sich gehört. Falls wir den Krieg gegen die Franzosen... Jetzt muss ich nochmal gucken. War das hier? Nee, zurück. Oh Mensch. Nein, wenn wir gewinnen. Dann nur, weil Männer wie ihr Männern wie mir gehorchen. Und zwar ohne zu zögern. In unseren Reihen muss Ordnung herrschen. Eine klare Befehlskette. Mhm. Edward. Nicht so lustig am anderen Ende des Laufs, nicht wahr? Oh oh. Achtung! Wo seid ihr hin, Edward? Boah, schöne Zeitlupe. Alle, steig auf! Oha, von wo kommen die denn alle geflogen? Ja.
Ich hielt euch nie für einen Feigling, Edward. Na dann kommt! Oh, hat er auch Pferd geschossen? Diese Arroganz. Ich wusste, sie würde euer Ende sein. Ist das ein Schwein? Wird euer Ende sein. Nicht. Schnell, bevor er davonkommt! Ich sag dir los! Bleib stehen, du Pimmel. Verzeiht, Edward. Aber ihr habt es erzwungen. Ich krieg dich. Oha, das sieht geil aus. Euer Tod öffnet eine Tür. Ist nichts Persönliches. Naja, vielleicht ein bisschen persönlich. Ihr wart mir ein Dorn im Auge, schon lange. Aber wir sind doch Waffenbrüder. Einst vielleicht. Jetzt nicht mehr. Glaubt ihr etwa, ich hätte die Morde vergessen? Ihr erschlugt Unschuldige ohne jeden Skrupel und wofür? Es hilft dem Frieden sicher nicht, wenn man ihn mit dem Säbel erzwingt. Falsch. Würden wir das Schwert nur öfter und ungehemmter einsetzen. Die Welt wäre doch ein viel besserer Ort, als sie nun ist. In diesem Fall habt ihr recht. Lebt wohl, Edward. Ich habe meinen Teil des Vertrags erfüllt. Ich erwarte, dass du deinen hältst. Folge mir. Nein. Nein! Du scheinst enttäuscht. Ich dachte, es sei ein Schlüssel, dass er hier etwas öffnen würde. Diese Kammer ist aber alles. Ich habe mehr erwartet. Was bedeuten sie? Es erzählt die Geschichte von Yodzidzitsu, die in ihre Welt kam und sie formte, damit sie leben kann. Ihr Weg war beschwerlich, voller Verluste und Gefahren. Doch sie glaubte an ihre Kinder, an ihr Potenzial. Und obwohl sie schon lange nicht mehr unter uns ist, blickt sie stets schützend auf uns. Ihre Ohren hören unsere Worte. Ihre Hände führen uns noch. Und ihre Liebe gibt uns noch Kraft. Du hast mir viel Güte entgegengebracht, Sio. Ich danke dir. Ich sollte gehen. Was machen die denn da? Ach du Scheiße. Gar nicht erledigt? Na, okay. Guti. Ich würde sagen... Okay, jetzt warten wir nochmal ganz kurz ab, was jetzt hier passiert. Aber dabei kann ich trotzdem schon sagen, also wir werden in dieser Aufnahme jetzt...
beenden. Ach, da sind wir. Ein paar Tage später. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalassen könntet. Ja, und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Haut rein. Tschüss.